News und Talks für Gebildete. Ja, also Markus Krall nochmal. Erst einmal die Bemerkung, eine postkapitalistische Gesellschaft ist auch eine Postwachstumsgesellschaft. Markus Krall spricht also noch von Wachstum, aber wir können reicher und erfolgreicher und militärisch geschützt trotzdem sein, auch in der postkapitalistischen und Postwachstumsgesellschaft, denn die ist die Gesellschaft des gleichzeitigen Wirtschaftswunders. Das sind Paradoxien, die aber eben wahrscheinlich für Krall schwer verstehbar sind, weil er ja auch bis jetzt, vielleicht durch das letzte Video, aber bisher ja nicht verstanden hatte, welche Schäden der freie Markt anrichtet. Ja? Ja, zu Kevin Kühnert sagt er ja auch, dass der sozusagen einen tödlichen, die Ungleichheit auf bis auf den Tod hasst oder auf den Tod hin hasst oder so, wie auch immer das, er das formuliert hat. Ja, Kevin Kühnert von der SPD hat natürlich recht, dass er sagt, eine so extreme Schere zwischen Arm und Reich, solch eine extreme Ungleichheit kommt ihm also auch irgendwie unnatürlich vor. Und da liegt der Wahrheit viel näher als Krall, weil da stimmt wirklich was nicht dran. Das ist ein Kunstprodukt, das der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft künstlich erzeugt, eine künstliche Schere zwischen Arm und Reich. Und diese Aufspaltung der Gesellschaft in so getrennte Sachen, das ist ein typisches Ding sozusagen der sozialen Marktwirtschaft. Und ich will jetzt die einzelnen Mechanismen erklären, dann wird das Video viel zu lange. Aber in den Evolutionsverläufen hier noch einmal kurz erwähnt, in diesen Evolutionsverläufen, diesen Verläufen aufgezeigt durch die memetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik wird also im Detail, wie sich Meme ausbreiten im Rahmen des Kapitalismus bzw. der sozialen Marktwirtschaft, die dann zur Schädigung führen und die Menschen so unglücklich machen und die dann auch eine Spaltung der Menschheit verursachen und so weiter, sodass dann in diesen gespaltenen Welten sozusagen die Irrtümer aufweisen und verbreiten in der Welt sozusagen, dann riesige Gewinne anhäufen, weil sie ja quasi mit den Irrtümern den Rest der Menschheit und sich selber in die Irre führen. Aber da der Rest der Menschheit größer ist, verdienen sie eben auch viel daran, indem sie die Menschen in die Irre geführt haben. Und das müssen wir natürlich beenden. So wollen wir doch nicht eine Gesellschaft weiter in Zukunft laufen lassen. Also, wir werden die goldenen 20er, werden wir diesmal nur bekommen und die echte goldene 20er nur durch die postkapitalistische Gesellschaft der zweiten Scientists for Future 2. Und Greta sagt ja auch, listen to the science, unite behind the science, liebe Fridays for Future, folgt da Greta und hört auf die Wissenschaft, die sagt, wir müssen die postkapitalistische Gesellschaft herstellen und nicht versuchen, in einem kranken, alles zerstörerischen sozialmarktwirtschaftlichen System das Klima hinzubekommen. Das ist und extrem schwer in solch einem eher zerstörerischen kapitalistischen System. Und auch wenn man das schaffen würde, hätte man immer noch 999 Probleme des kapitalistischen Systems übrig. Und die sind teilweise noch viel schwerwiegender als der Klimawandel. Ne? Also deswegen müssen wir die postkapitalistische Gesellschaft herstellen und widmet euch dem Studium der besten und klügsten wissenschaftlichen Denker der Erde, der zweiten Scientists for Future 2.
Jetzt aber nochmal zum Thema, deswegen nochmal zum Thema Gleichheit und Ungleichheit. Kevin Kühnert, ja, man darf ihn nicht so verstehen, als würde er behaupten, dass alle Menschen gleich sind. Das hat er nämlich nicht gesagt, wenn er quasi zum Ausdruck bringt, dass ihm die weit auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich unsympathisch ist. Das sind zwei verschiedenartige Dinge. Ich habe ja im letzten Video erklärt, dass die zweiten Scientists for Future 2 natürlich davon ausgehen, dass diese Schere in der postkapitalistischen Gesellschaft dann auch wieder zusammengeht, der Schere zwischen Arm und Reich. Ja? Also noch einmal, auch an die Fridays for Future, die vielleicht sagen, wieso soll ich mich an die besten Wissenschaftler halten? Alle Wissenschaftler sind doch gleich, könnte ja auch jemand sagen. Nein, also liebe Leute, also noch einmal klar machen, Evolution ist eine Maschinerie der Produktion von Ungleichheit. Das habe ich in vielen anderen Videos schon gesagt, dass also hier im Bereich hier Evolutionsfaktor Rekombination, also immer wird Lotterie gespielt mit unseren Chromosomen. Innerhalb der Chromosomen, also intrachromosomale Rekombination hier, mögliche Crossing-Overs und ähnliche Dinge und Neuverteilung der Chromosomen und so weiter. Überall Punktmutationen, Crossing-Overs und alle möglichen Varianten, Mehrfachchromosomenbildung, Trisomie 21, das berühmte Down-Syndrom, der frühere Mongolismus und so weiter. Also das alles sind Mechanismen, wo es darum geht, wie kann die Evolution so viel Verschiedenartigkeit wie möglich produzieren? Oder ich denke jetzt noch an die extremen emanzipatorisch unterwegs seienden Frauen, ja, die vielleicht sogar manchmal denken, wozu brauchen wir denn überhaupt den Mann? Die Evolution erzeugt, je erfolgreicher eine Art wird, desto garantierter erzeugt sie das zweite Geschlecht. Also ihr müsst mit den Männern und dem zweiten Geschlecht schon leben, weil die Evolution immer wieder entweder eine Art stirbt aus oder sie pflanzt sich sexuell fort und hat zwei Geschlechter. Weil ohne zwei Geschlechter zu sein, kann eine Art in der Konkurrenz auf der Erde nicht überleben. Also wenn wir jetzt eine Menschengruppe haben würden, die also sozusagen das zweite Geschlecht abschaffen sozusagen, und anfangen zu klonen sozusagen oder dass die Frauen sozusagen Ableger von sich selber zu Kindern werden lassen, das wäre bestimmt möglich, ja, aber dann würde das sehr schnell zum Aussterben dieser Gruppe führen, weil sie nicht leistungsfähig genug wäre, weil ihr das zweite Geschlecht fehlen würde, um genügend Unterschiedlichkeit und Ungleichheit zu erzeugen. Also unser ganzer Erfolg als Art fußt auf der Ungleichheit, die durch zwei Geschlechter erzeugt wird, in dem Moment, wo nämlich deren Gene quasi zusammenkommen und neu gemischt werden und dann noch einzelne neue Punktmutationen dazukommen, kommt es zu einer sozusagen jeweils Neumischung der Karten sozusagen und das führt zu einer Vielfalt und diese Vielfalt, diese Normalverteilungsvielfalt, dass es eben körperlich kleine Menschen gibt und sehr große gibt und viele mittelgroße, dass es eben sehr schmale Menschen gibt, sehr viele Mittelbreite und einige ganz breite gibt, dass es einige sehr wenig kluge Menschen gibt, viele mittelkluge Menschen und einige wenige extrem kluge Menschen. Solche Verschiedenartigkeit erzeugt sozusagen die Evolution immer wieder, ist also Naturgesetz und das ist Naturwissenschaft. Und wenn Greta sagt, listen to the science, dann hört darauf. Unterschiedlichkeit ist das Wesen der Natur und auch das Wesen der
der Wissenschaft, die Betrachtung der Unterschiedlichkeit. Also wir haben auch viele denken auch, wenn sie sozusagen eine gewaltsame Revolution, also eine Tyrannei aufbauen würden, eine pseudo-kommunistische, pseudo-sozialistische, pseudo-planwirtschaftliche Tyrannei aufbauen würden, dass sozusagen dann ja auch die Leute alle fähig wären, ein Unternehmen zu führen. Nein, auch die Fähigkeit, ein Unternehmen zu führen und Innovation zu fördern und oder selbst als Unternehmer innovativ zu sein, sozusagen diese Fähigkeit hier, da gibt es wieder wenige, die eine ganz schlechte Fähigkeit haben, unternehmerisch zu sein, sehr viele eine mittlere Fähigkeit, aber nur ganz wenige haben eine sehr hohe Fähigkeit, innovativ zu sein oder ein innovatives Unternehmen führen zu können. Das sind nur ganz wenige in der Welt, die das können. Und wenn man die Regie in den Unternehmen diesen zum Beispiel hier überlässt, den durchschnittlichen, dann gehen diese Unternehmen ganz schnell kaputt, weil es in der Welt andere gibt, in anderen Ländern andere Unternehmen gibt, die von den fähigsten Unternehmerköpfen geführt werden. Und dann gehen natürlich alle Unternehmen, die von solchen Menschen geführt werden, ja, hier etwas weiter die linke Teil, die gehen natürlich alle pleite, weil sie im Wettbewerb nicht mithalten können mit den fähigsten Unternehmern der Erde. Ja? Und deswegen also, wir brauchen diese Verschiedenartigkeit und wir müssen mit den Fähigen auch zurechtkommen und mit der Tatsache, dass es eben nicht nur die fähigsten Wissenschaftler der Erde gibt und die etwas weniger Fähigen, die Massenwissenschaftler sozusagen, der Durchschnitt, der eben nicht konkurrenzfähig ist mit den Fähigsten, und genau das Gleiche gilt auch für Unternehmer und so, also für Unternehmer und Innovatoren sozusagen. Sagen, ja. Ich lese mal weiter vor. Was nicht in jeder Phase eher sogar noch mehr demokratisch ist, hat grundsätzlich nichts zu tun mit echtem Sozialismus, echtem Kommunismus und echter Planwirtschaft. Also das heißt, Grundsatz, Dr. Krall sagt immer irgendwie, ja, der Kommunismus würde automatisch immer diktatorisch, tyrannisch, stalinistisch werden und so weiter. Das ist aber nicht der Fall. Nur die gewaltsame Revolution führt immer zu Diktatur und immer zur Tyrannei und immer zum Stalinismus und damit zur Abkehr von jeglicher Demokratie. Nein, aber das, was die postkapitalistische Gesellschaft der zweiten Scientist for Future 2, er würde eher noch die demokratischen Aspekte erhöhen. Also nochmal, was nicht in jeder Phase eher sogar noch mehr demokratisch ist, hat grundsätzlich nichts zu tun mit echtem Sozialismus, Kommunismus, Planwirtschaft. Ne? So, weiter geht's. So, und jetzt ein Kernsatz an die hoffentlich nicht zu vielen gewaltsamen Revoluzzer unter den Fridays for Future. Nur die Freundschaft zwischen den fähigeren Unternehmern, ja, und zwischen den fähigeren und den weniger fähigen ermöglicht echten Sozialismus, Kommunismus. Was wollt ihr machen? Also wollt ihr, dass Kommunen entstehen, kommunistische Einheiten entstehen, urkommunistische Gesellschaftsform entsteht sozusagen? Und wollt ihr einfach die Fähigsten einfach wegschicken, umbringen oder irgendwas machen? Ja, und wie sollt ihr dann überleben, wenn um euch herum vielleicht noch eine brachial kapitalistisch kriegstreiberische sozialmarktwirtschaftliche Welt ist, die nur auf die Chance wartet, euch überfallen zu können, ja, und auf einen Vorwand wartet oder einen Vorwand erfindet, euch überfallen zu wollen, wenn die Fähigsten in unserer Gesellschaft, in der postkapitalistischen Gesellschaft nicht dabei sind,
Nein, wir brauchen das, dass sie wieder, wie es früher war, sozusagen wieder die Freunde der anderen sind. Dass also die freundschaftliche Verbünde die ersten Unternehmungen darstellen. Das sieht man auch bei Bonobos und Schimpansen. Ja? Also freundschaftliche Teams sozusagen. Das ist das, und zwar aus den Fähigsten und den etwas weniger Fähigen. Das macht die Stärke der Art Homo sapiens aus. Ne? So, die Idee völliger Gleichheit verhindert also den echten Sozialismus und Kommunismus, weil die Idee völliger Gleichheit eben antiwissenschaftlich ist. Denn all diese diese Evolutionsfaktoren und viele andere, die gesamte Evolution, das ist quasi eine Sache, die quasi Mechanismen gesucht hat, wie sie noch mehr Verschiedenartigkeit der Lebewesen erzeugen kann, damit die Selektion die Möglichkeit hat, genügend auswählen zu können und damit genügend Verschiedenartigkeit da ist, um die verschiedenen ökologischen Nischen auszufüllen der Erde und so weiter, ja. Also weiter geht's. Das Vertreiben und Fernhalten der Fähigsten muss zuverlässig verhindert sein. Oder wollt ihr Mauern bauen? Also sozusagen, was hat die DDR gemacht, um zu verhindern, dass die Fähigsten abwandern? Sie hat sie eingesperrt in ein Gefängnis aus einer Mauer. Wollt ihr um ganz Deutschland oder um ganz Europa herum eine Mauer bauen? Wenn ihr das nicht wollt, dann muss es doch attraktiv sein. Das müssen in den liebevollen Kommunen, muss es doch Spaß machen zu leben, sodass die Reichsten der Erde hier bleiben und die Fähigsten, also die nicht die Reichsten, sondern die Fähigsten der Erde hier bleiben und anfangen, ihren Reichtum an die Kommunen, in denen sie lieben und leben, alles zu verschenken sozusagen, sodass dann die Schere zwischen Arm und Reich Stück für Stück durch Geschenke zusammengeht. Ja? Unsere kommunistische, postkapitalistische, echt kommunistisch, echt sozialistisch, echt planwirtschaftliche Gesellschaftsform muss so attraktiv sein, dass die fähigsten Unternehmer der Erde gerne in Deutschland, in Europa leben wollen, weil die Lebensqualität so hoch ist, weil die Menschen so glücklich sind. Also wir müssen über Attraktivität sozusagen nachdenken und Attraktivität erzeugen für die fähigsten unternehmerischen Denker sozusagen der Erde. Wir brauchen trotz aller Nachteile, wir brauchen die Zuckerbergs und die Bill Gates und die fähigsten der Erde brauchen wir hier, die fähigsten Unternehmer. Denn jeder mag so denken, ja, ach, ein Unternehmen, das kann ich auch führen, ja, aber das können eben nur ganz wenige. Genauso wie nur ganz wenige die besten Wissenschaftler und klügsten Wissenschaftler der Erde sein können. Ja? Und dann noch so eine Nebenbemerkung, so mal so zwischendurch eine kleine Nachricht. Also es waren dann auch Videos aufgetaucht mit Gerhard Wisniewski bei Robert Stein, ja, 100.000 Klicks ungefähr. Und das war wieder so ein Beispiel, das zeigt, wie wertlos eben das meiste im Internet ist. Nicht eine Information, die irgendwie Menschen klüger macht, sondern zeigt nur 100.000 Klicks, das zeigt nur, dass viele Menschen, die eben leider irgendwie nicht so klug sind, also nicht zu den Klügsten gehören, sondern vielleicht hier irgendwo angesiedelt sind, in der linken Hälfte der Normalverteilung, dass viele Menschen eben gar nicht die Fähigkeit haben, Neues dazulernen zu wollen, sondern einfach nur solche Videos mit Wisniewski gerne hören, wo sie einfach nur in ihren Vorurteilen, ihren veralteten Denken,
Denken und im rückwärtsgewandten Denken bestätigt werden. Also Leute, die nichts können und die nichts wissen, sind sehr gefragt von Menschen, die nichts können und nichts wissen. Und das ist die größte Gefahr. Wir sind längst nicht mehr, Deutschland ist nicht mehr das Land der Dichter und Denker. Deutschland ist längst das Land der Dummen und Deppen. Und da müssen wir die Wende reinkriegen mit der postkapitalistischen Gesellschaft, sonst ist Deutschland und Europa am Ende. Ja, denn das Land der Dummen und Deppen wird wirtschaftlich so arm werden wie Afrika. Ne? So, weiter geht's. Ohne Wissenschaft ist die Welt nicht mehr verstehbar. Also manche solche Leute, die bei Wisniewski zuhören, ja, die mögen vielleicht denken, mein Menschenverstand, der reicht doch aus. Ich kann doch verstehen, wie die Welt funktioniert. Das ist ja gerade das, was ich in all den anderen Videos aufgezeigt habe, dass eben hier diese Evolutionsprozesse vor 400.000 Jahren ab der Erfindung des Tausches und kurz danach der Erfindung des Tauschhandels und vor 140.000 Jahren der Erfindung des Fernhandels, ja, ist die Welt nicht mehr verstehbar, weil die durch den Tauschhandel entstehende Produktion von Irrtumsmemen, von gewinnbringenden Irrtümern im Rahmen des Tauschhandels, das ist nicht verstehbar, besonders weil man ja sozusagen selber infiziert wird von den Irrtümern und mit den Irrtümern selbst nicht mehr klar denken kann, sozusagen, und die Welt nicht mehr verstehen kann. Also wer denkt, der Menschenverstand reiche, irre total. Früher ja, vor 400.000 Jahren ja, aber seit Erfindung Tauschhandel startete die fabrikmäßige Produktion von Irrtümern, in denen ertrinkt der Menschenverstand. Und aus dem Menschenverstand wird die abergläubische Weltsicht. Und wir haben heute von 8 Milliarden Menschen 7,9 Milliarden Menschen mit einer abergläubischen Weltsicht, die durch den Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft erzeugt wurde. Und all diese Menschen sind nicht in der Lage, ohne Studium der Wissenschaft, der zweiten Scientist for Future 2, überhaupt noch die Welt zu verstehen. Es ist nicht möglich. Ja? Also deswegen studiert alle zweite Scientist for Future 2 die besten Wissenschaftler der Erde. So, im letzten Video bin ich ja darauf eingegangen, wie dann eben das mit dem Arbeitsamt neu geregelt werden soll, dass eben, wie ja auch Dr. Krall richtig vermutet, dass nämlich solche Behörden sich selber Arbeit verschaffen und selber Wachstumstendenzen haben und eben nur Kosten verursachen und so weiter. Ja. Also man kann es mal übertrieben sagen, naturwissenschaftlich gesehen hat keine Instanz weniger Interesse daran, dass Menschen in Arbeit kommen, als das Arbeitsamt selbst. Wo ich nur dann Vorgesetzter vieler neuer Mitarbeiter werden kann, wenn das Arbeitslosigkeitsproblem groß bleibt. Also sozusagen haben wir hier wieder negative Evolutionsprozesse. Ich hatte da noch überlegt, dass wir die Prämien der zukünftigen Prämien der Agentur für Arbeitsplatzwechsel und Entschädigung. Diese Agentur für Arbeitsplatzwechsel und Entschädigung, die Prämien der Mitarbeiter sozusagen, müssen noch gekoppelt werden mit den Wohlfühlnoten aller in der Region oder in der Stadt und so weiter, damit das Interesse der Arbeitsamtmitarbeiter an dem Arbeitsloswerden neuer Klienten, potenzieller Neukunden verhindert. Also das heißt, also wir gehen mal davon aus, dass wenn jemand arbeitslos wird, gibt er schlechtere Wohlfühlnoten ab. Und dann würden sich die Prämien der Mitarbeiter reduzieren, sodass also ja dann der Arbeitsamtmitarbeiter schon auf den ersten Anruf reagiert sozusagen, dass jemand vielleicht gefährdet sein könnte, seinen Job zu verlieren, weil die Stimmung im Betrieb schlecht ist oder was auch immer, ja.
und dann fängt er an, das zu reparieren, weil er eben schon präventiv eben verhindern will, dass überhaupt jemand arbeitslos wird, denn sonst sinken irgendwie der Durchschnitt der Wohlfühlnoten etwas ab und dann verliert er eher wieder Geld. Also das heißt, denn sonst besteht die Gefahr. Wir hatten gestern wieder Jurassic Park, sonst findet das Leben seinen Weg. Jurassic Park, das große Kernsatz, irgendwie findet das Leben seinen Weg. Sonst finden die Arbeitsamtmitarbeiter vielleicht einen Weg, dafür zu sorgen, dass andere Menschen arbeitslos werden, nur damit sie sich wieder Prämien verdienen können. Wir müssen also irgendwie die Wohlfühlnoten oder auch die Zahl der in Arbeit befindlichen Menschen sozusagen oder den Prozentsatz der sich in Arbeit befindlichen Menschen mit den Prämien der Mitarbeiter des Arbeitsamtes koppeln, damit kein Interesse entstehen kann, dass ein Teil der Region arbeitslos wird, nur damit sie Neukunden bekommen. Ja? Also so, da muss man aufpassen, denn sonst findet, wie Jurassic Park gestern wieder zeigte, sonst findet das Leben irgendwie seinen Weg. Ja, ja, die dann noch einmal zu dem gestrigen Video, die anderen Unternehmen haben ja schon die Konsumsucht in den Menschen, in den Köpfen der Menschen vorbereitet, auf die sich der Neuunternehmer verlassen kann. Also wenn ein Neuunternehmer beginnt, dann blickt er auf einen Markt, der schon aus Konsumsüchtigen besteht. Und das heißt, es kann schon sein, dass er von Anfang an Produkte generiert, die eigentlich nicht der Mensch braucht, sondern nur der konsumsüchtige, kranke Mensch im Kapitalismus will und braucht. Und so entsteht dann auch durch Unternehmertum eben nicht ein Erfüllen einfach der Wünsche der Konsumenten, sondern es folgt ein Erfüllen der kranken, konsumsüchtigen Wünsche der Menschen. Natürlich ist es aber richtig, dass wir nicht hingehen können und sagen können, das ist jetzt ein konsumsüchtiger Wunsch und deswegen unterdrücken wir jetzt die Produktion der und der Produkte. Nein, so geht der Weg nicht. Der Weg muss immer lauten, dass wir in den Kommunen, die rund um jeden Hausarzt entstehen, sozusagen, zukünftig entstehen in der postkapitalistischen Gesellschaft, dass dort die Menschen, der Arzt den Menschen hilft, so glücklich wieder zu leben und zurückzufinden zu ihrer kommunistischen Urnatur, genetischen Natur, zurückzufinden sozusagen. Und wenn dann die Menschen wieder glücklich sind und dann glücklich sein und Konsumsucht sind Gegenpole. Also wer glücklich ist, ist nicht mehr konsumsüchtig. Ja, und dann verliert sich das Interesse an diesen Produkten, die nur Konsumsüchte befriedigen sozusagen. Und dann fällt der ganze Konsumsuchtmarkt weg, weil das keiner mehr kauft und keiner mehr braucht. Ne? Also das Ziel der zweiten Scientists for Future ist immer die, verbiete nie jemanden irgendwas, helf ihm einfach wieder glücklich zu leben und dann konsumiert er nur noch ein Hundertstel dessen, was er bisher konsumiert hat. Und dann kann die Erde weiter überleben. Wir müssen uns natürlich auch um das Thema Überbevölkerung kommen, aber das würde jetzt den Rahmen für heute sprengen. Ja, Dr. Markus Krall spricht noch an, Thomas Hobbes, ne, wurde noch angesprochen in dem Interview. Also die freie Marktwirtschaft und der tyrannische Pseudosozialismus, Kommunismus, Planwirtschaft, die beiden zusammen sozusagen machen aus dem Homo homini lupus, also aus dem Menschen quasi einen Wolf bezüglich des anderen Menschen sozusagen. Ja? Also es ist ja gerade die freie Marktwirtschaft, das habe ich ja in dem gestrigen Video und all den anderen Videos aufgezeigt und schreiben ja auch die zweiten Scientists for Future 2 auf der Homepage, was ich ja vorgelesen habe in den ersten Videos, dass das eben die sozusagen
Die freie Marktwirtschaft ist es ja gerade, der freie Kapitalismus ist es ja gerade, der den Menschen dem Menschen gegenüber zum Wolf macht, also zum aggressiven Feind macht. Ja? Und das ist gerade das. Also Dr. Krall hat auch ein völlig falsches Vorstellung von den Bonobos. Er sollte mal wirklich Professor Franz de Waal lesen und dessen Sätze, dass die ja Make Love Not War praktizieren und also quasi eine Art matriarchale Hippie-Kommune darstellen und so weiter. Ja? Die sind also in Wirklichkeit sehr weit entwickelt, die Bonobos. Nur richtig ist, dass sie keine, im Dschungel kann man bei den Temperaturen kann man tatsächlich keine großen Vorratswirtschaften treiben. Und man denke aber nur, die Fähigkeit dazu haben Bonobos selbstverständlich. Man denke nur an die Eichhörnchen, die einfach Vorratswirtschaft betreiben, indem sie Nüsse vergraben und so weiter. Ja, also das heißt, sogar Eichhörnchen sind dazu schon fähig, ja, zum Vorratsdenken. Nur, dass die Eichhörnchen halt das mit kalten Böden zu tun haben, in denen sich die Nüsse gut konservieren, während die Bonobos keine Möglichkeit haben, einfach mal reife Früchte im Boden zu vergraben. Die sind dann ganz schnell kaputt und von den Bakterien aufgefressen wegen der hohen Temperaturen, weil da keine Konservierungsmöglichkeit besteht. Und die andere Möglichkeit ist, dass im Dschungel, wo die Bonobos leben, sozusagen sehr schlecht eine Steinmesser-Technologie sich evoluieren konnte. Und ich will mal vermuten, dass eine reine Steinhammer-Technologie nicht ausreichend ist, um dann wirklich sozusagen auch die Evolution, das Größerwerden der Gehirne möglich zu machen. Denn Gehirne können ja nur dann größer werden. Jetzt muss ich nochmal auf die Normalverteilung, ja. Also sozusagen, natürlich werden auch bei den Bonobos ständig Kinder geboren, die sehr große Gehirne haben, wenn auch selten, ja. Aber die sterben deswegen aus, weil das Gehirn nur unnützer Ballast ist, das große Gehirn, weil sie damit nicht mehr Nahrung erzeugen können. Denn sie haben keine Steinmessertechnologie. Mit Steinmessern könnten sie Holz bearbeiten und schneiden und bearbeiten und so weiter. Mit einem Steinhammer kann man das nicht. Nur mit Steinmessern kann man anfangen, eine echte Technologie vielleicht auch im Urwald aufzubauen und sozusagen ein größeres Gehirn kann nur dann Nachkommen haben, wenn es eben sich auch in mehr Futter umsetzt, ja, sozusagen, oder und dazu braucht es Technologien. Ich vermute, dass die Menschen nur deswegen von dem Halbliter-Gehirn zum Richtung Anderthalb-Liter-Gehirn sich evoluiert hatten, sozusagen, weil sie mit mehr Technologie angefangen mit der Steinmessertechnologie in der Lage waren, noch mehr Ressourcen zu gewinnen, die dann auch dieses größere und schwerere und aufwendiger zu ernährende Gehirn auch ernähren konnten, und wodurch dann also die Mutanten mit den größeren Gehirnen sich auch ausbreiten konnten, ja. Aber wie gesagt, also diese Tür hat sich vielleicht für die Bonobos nicht geöffnet, aber eben für Homo sapiens in der Savanne geöffnet, weil der vielleicht Zugang zu mehr Steinen hatte und damit also die Steinmessertechnologie vor 2,5 Millionen Jahren evoluieren konnte und damit sozusagen das Gehirn anfangen konnte, vom Halbliter-Gehirn Richtung Anderthalb-Liter-Gehirn zu wachsen, ja. Ja, und dann vielleicht letzter Satz für heute. Kaputt geht eine Gesellschaft nur, und das ist so der nächste Fehler, den Dr. Markus Krall macht. Er hofft sozusagen auf den Untergang Deutschlands durch die ganzen Fehler, die Deutschland macht. Der Witz ist nur, Evolution ist eine Sache, in der etwas nur aussterben kann, wenn andere weniger Fehler machen. Ja? Also nochmal der Satz, kaputt geht eine Gesellschaft nur, indem sie noch mehr
Fehler macht, als andere, alle anderen Gesellschaften auch machen. Also das heißt, wenn die, solange die USA und China und Indien und so weiter und all die anderen auch noch viele Fehler, in viele sozialmarktwirtschaftliche, viele kapitalistische Fehler machen und eben noch nicht die postkapitalistische Gesellschaft haben, so lange ist Deutschland noch konkurrenzfähig, weil wenn Deutschland 100 Fehler macht und USA auch, sagen wir mal, 99 Fehler macht, dann wird Deutschland nicht gleich kaputt gehen, weil der Unterschied ist zu groß. Erst wenn die USA zum Beispiel die postkapitalistische Gesellschaft hätten, also keine Fehler mehr machen würden, dann wäre Deutschland mit seinen 100 Fehlern nicht mehr konkurrenzfähig gegenüber USA mit seinen 0 Fehlern und dann würde Deutschland und Europa sehr schnell kaputt gehen. Also es kann auch sein, Herr Dr. Krall, dass der Deutschland noch lange nicht kaputt geht und es noch lange Zeit dauert, bis Deutschland kaputt geht, weil die anderen Länder der Erde dieselben sozialmarktwirtschaftlichen kapitalistischen Fehler ja auch machen und eben das, was sie beschimpfen als die sozialistischen Ideen, das ist eben ja auch Produkt des Kapitalismus. Ja? Also ich will mal so sagen, der Kapitalismus hat erst Karl Marx groß gemacht, wahrscheinlich, weil die Waffenhändler gut verdienen konnten an den Bürgerkriegen, genannt Revolutionen. Ja? Also das sozusagen, also die sozialistischen Ideen innerhalb des Kapitalismus und der sozialen Marktwirtschaft wurden ja auch durch den Kapitalismus generiert sind also auch ein Produkt des freien Marktes sozusagen. Und ich muss sagen, vielleicht ist Ihr Optimismus, dass Deutschland schnell kaputt gehe und dann etwas Neues entstehen könnte, nicht gerechtfertigt, weil eben die anderen Länder auch die gleichen Fehler wie Deutschland auch machen. Ja, so viel für heute. Und wie gesagt, nochmal der Schluss- und Anfangssatz. Die goldenen 20er werden wir nur erleben, wenn wir die postkapitalistische Gesellschaft in Europa oder in Deutschland sehen. Tschüssi.